So, ja, herzlich willkommen zum ersten Teil heute. NetXP für ein Einrichten, allgemeine Daten, der Beginn von allem. Also wie gesagt, wie man zu NetXP für ein kommt, sollte jedem bekannt sein. Das bedeutet also, ich kann hier normalerweise, wenn man das Ganze ein Neuverein ist oder ein Bestandsverein, der zu NetXP für ein wechseln will, der kann sich NetXP für ein erstmal angucken, völlig kostenlos und unverbindlich, klickt hier auf kostenlose Testversion und fügt dann das Ganze hier aus. Kann man eben das alles wunderbar ausfüllen, genau, und dann einen Zugang anfordern. Und wenn dieser Zugang angefordert wurde, dann erhält man eben eine Vereins-ID, so wie ich jetzt, die 13928, einen Benutzernamen direkt am Bildschirm angezeigt und ebenfalls ein Kennwort. Wenn wir jetzt hier weiter zu Schritt 3 klicken, dann springt das Ganze eben auf eine Download-Seite und auf dieser Download-Seite können wir NetXP für ein eben anklicken. Das heißt also, es wird jetzt hier heruntergeladen und wenn wir diesen Download öffnen, dann kommt eben diese Installationsanforderung. Hier klicken wir auf Installieren. NetXP Verein wird daraufhin installiert und startet. So, und wenn NetXP Verein hier an der Stelle startet, dann können wir jetzt eben die Zugangsdaten eingeben. Und bitte achten Sie beim Kopieren oder beim Einfügen dieser Zugangsdaten darauf, dass eben hier das Leerzeichen bitte nicht mitkopiert wird, denn dieses Leerzeichen wird dann als Character, also als Teil des Passworts erkannt und damit kann man sich dann nicht mehr anmelden. Ja, ich melde mich an diesem Verein zum allerersten Mal an und erhalte also jetzt eben ein Fenster, mit dem ich jetzt als allererstes mal mein Passwort ändern muss. Und zwar wurde dieses Passwort hier, das man hier eben direkt am Bildschirm sieht, auch Ihnen zusätzlich per E-Mail gesandt. Und wenn Passwörter per E-Mail gesendet werden, müssen diese also schnellstmöglich geändert werden, weil E-Mails können häufig abgefangen werden. Also muss man eben das alte Passwort hier eingeben und dann hier eben ein neues vergeben. Dieses neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und einen Buchstaben oder eine Zahl enthalten. So, wenn wir also dieses Passwort jetzt hier geändert haben, dann bestätigen wir das Ganze und können uns jetzt hier eben mit dem neuen, soeben geänderten Kennwort das erste Mal zu unserem Vereins-Account anmelden. Ja, als nächstes erscheint im NetXP-Verein der Einrichtungsassistent. Und dieser Einrichtungsassistent, der soll Ihnen helfen, diesen Account in NetXP-Verein eben möglichst passend für Ihren Verein eben entsprechend vorzubereiten. Und dazu klicken wir jetzt erstmal hier auf Weiter, sehen dann erstmal die Vereinsdaten. Also hier kann man erst einmal grundsätzlich die allgemeinen Vereinsdaten angeben. Das Ganze ist personenbezogen jetzt erstmal. Das bedeutet, also ich habe hier oben den Vereinsnamen, ich habe den Ansprechpartner. Das Ganze ist der Ansprechpartner, den wir, also der die Verbindung zwischen dem Verein und der Firma NetXP eben später herstellt. Das ist dann eben der entsprechende Ansprechpartner. Dann geht es hier unten weiter. Ja, und Sie sehen, man muss jetzt unbedingt hier eine Telefonnummer eingeben, denn falls aus welchen Gründen auch immer wir jemanden anrufen wollen, dann braucht man natürlich auch eine entsprechende Telefonnummer. Dann weiter. Im nächsten Schritt können Sie auswählen, welcher Verein das Ganze ist, also welche Vereinsart. Ist es ein Sportverein, ein Feuerwehrverein, ein musischer Verein oder einer dieser nicht vier Bereiche hier? Dann kann man das eben entsprechend anklicken. Ich wähle jetzt bei mir mal, ja, weil ich es immer so mache, mal hier Sportverein aus. Dann können wir auswählen, ob das ein eingetragener Verein ist. Wählen dann hier unser Amtsgericht aus. Mühldorf. Nein, morgen nicht.
Ich nehme jetzt heute mal einfach das. Was nehmen wir denn? Ich nehme Memmingen, ist wurscht. Dann eine Registernummer. Das ist praktisch die Vereinsregisternummer. Die kann man hier eintragen. Und unten können wir jetzt noch ankreuzen, ob denn das Ganze nicht nur ein e.V. ist, sondern auch ein gemeinnütziger Verein. Und ja, diese Gemeinnützigkeitsdaten, die brauchen wir eben später, um auch eine Spendenquittung eben rechtswirksam ausstellen zu können. Das bedeutet, ich muss jetzt eben oder ich bräuchte jetzt den Freistellungsbescheid des Finanzamts vor mir. Alles das lasse ich jetzt mal weg, weil das wollen wir später auch noch mehr ausfüllen und dazu dann eben deutlich mehr Info. Also ich kann diese Dinge jetzt auch weglassen. Ja, das nächste, ein ganz wichtiger Punkt, das ist dann der sogenannte Kontenplan. Ja, das ist der interne Kontenrahmen des Vereins und es wird hier Folgendes angeboten. Es wird hier der vereinfachte SKR 49 angeboten. Es wird der SKR 49 in der Originalfassung von Dativ angeboten, auch der SKR 03 und ein spezieller Kontenrahmen für Schulfördervereine. Wir empfehlen grundsätzlich immer den SKR 49 vereinfacht. Der passt zu 99,99% aller Vereine. Alle Kontenrahmen können natürlich im NetXP-Verein weiter individualisiert, weiter an den Bedürfnissen oder an die Bedürfnisse eines Vereins angepasst werden. Das heißt, es gibt keine zwei Vereine in Deutschland, die mit einem demselben Kontenplan arbeiten können, denn in jedem Verein gibt es Spezialitäten, bei denen auch natürlich der Kontenrahmen entsprechend angepasst werden muss. Sie können sich jederzeit hier diese Kontenrahmen übrigens auch anschauen. Und Sie sehen hier drin, das ist der Standard SKR 49 abgespeckt praktisch auf einen kleinen Sportverein oder auf einen kleinen allgemeingültigen Verein, sage ich jetzt mal. Und dann hat das Ganze insgesamt nicht ganz oder ein bisschen mehr als 5 Seiten. Wählen wir jetzt den großen SKR 49 und öffnen mal dieses PDF. Dann werden wir sehen, dass der gesamte Kontenrahmen von Dativ also insgesamt 46 Seiten hat. Und ich glaube, an der Stelle kann sich also jeder an den 5 Fingern abzählen, dass ein Kontenrahmen mit 46 Seiten deutlich komplizierter zu bedienen ist als ein Kontenrahmen mit 5 Seiten. Vor allen Dingen werden Ihnen auffallen, wenn Sie hier das Ganze mal durchschauen, dass Sie hier die meisten Konten gar nicht benötigen, denn die werden bei Ihnen niemals gebucht werden. Und da stellt sich immer die Frage im Verein, was mache ich denn? Will ich mit einem viel zu großen Kontenrahmen beginnen und hier hunderte, wenn nicht sogar, ja, also zig, wenn nicht sogar hunderte Konten dann rauslöschen müssen? Oder beginne ich mit einem kleinen Kontenrahmen und mache im Endeffekt nur die Konten hinzu, die ich auch wirklich in meinem Verein benötige? Das ist hier die Frage. Und wie gesagt, ich oder wir an dieser Stelle empfehlen diesen SKR 49 vereinfacht. Übrigens, Kontenrahmen für Schulfördervereine, der schaut wieder ganz anders aus und der ist auch deutlich kleiner. Der hat nämlich insgesamt nur ein bisschen mehr als eine Seite. Also das ist ein ganz, ganz einfacher Kontenrahmen. Diese Kontenrahmen können, bevor eine Buchung getätigt ist, auch noch geändert werden übrigens. Genau. Dann das nächste, dieser Geschäftsjahresbeginn. Wann beginnt das Geschäftsjahr des Vereins? Wir als NetXP empfehlen hier immer, das Kalenderjahr zu verwenden, also auch das fiskale Jahr sollte das Geschäftsjahr sein. Denn unabhängig von dieser Einstellung hier müssen Sie beim Finanzamt immer pro Kalenderjahr eine Steuererklärung abgeben. Denn der Verein ist eine private Körperschaft des öffentlichen Rechts, wird also im Endeffekt fast behandelt wie eine Privatperson. Und bei einer Privatperson kann man sich auch das Geschäftsjahr im Finanzamt nicht auswählen, sondern das Geschäftsjahr ist also immer das fiskale Jahr, also das Kalenderjahr. Genau. Geschäftsjahresbeginn. Dann könnte man jetzt auch sagen, zum Beispiel gerade mein Verein zum Beispiel hat vom 1.10. bis 30.09., also einer meiner Vereine.
So, dann macht man weiter. Es wird der Kontenrahmen jetzt angelegt. Im nächsten Schritt könnten wir jetzt hier Abteilungen anlegen oder bereits bestehende Abteilungen hinzufügen. Jetzt werden natürlich viele sagen, Mensch, warum stehen hier lauter Sportarten? Ich bin vielleicht ein ganz anderer Verein. Das hat ganz einfach damit etwas zu tun, dass der Sport in Deutschland organisiert ist. Es gibt hier einen Deutschen Olympischen Sportbund und der hat hier ganz bestimmte Sportarten mit ganz bestimmten Kennzeichen. Das ist also bundesweit organisiert und diese Sportarten können wir hier anbieten. Ja, alle anderen sind eben nicht so durchorganisiert wie der Sport und aus dem Grund ist das Ganze auch nicht so standardisiert oder harmonisiert. Macht aber nichts. NetXP Verein ist eine Software für alle Vereine. Und aus diesem Grund kann man eben hier immer wieder neue Sparten oder neue Abteilungen erstellen und die dann hier unten dem Verein hier im Einrichtungsassistenten bereits hinzufügen. Ich überspringe auch das, denn auch das wollen wir später nochmal ganz genau uns in der Software entsprechend ansehen. Ja, klickt man nochmal auf Weiter. An der Stelle könnten wir uns jetzt eigene Felder erstellen. Auch das will ich Ihnen in der Software als solches eben entsprechend ausführlich demonstrieren. Aus dem Grund klicke ich jetzt auch hier auf Weiter. Bei den Beiträgen genau dasselbe. Alles das könnten wir jetzt hier im Einrichtungsassistenten bereits anlegen. Ich will das Ganze jetzt aber mal überspringen, denn ich will, wie gesagt, das Ganze eben in der Software anlegen. Ja, der Einrichtungsassistent ist hiermit abgeschlossen. Wenn Sie wollen, hier kann man sich noch ein Video am Schluss anschauen, damit man eben weiß, wie diese Einrichtung dann insgesamt vonstatten geht, also mit welchen Dingen wir hier eben entsprechend beginnen müssen und wenn das Ganze, also wie es eben im Endeffekt in der Software weitergeht und wir wollen das jetzt nicht, sondern wir klicken jetzt hier mal auf Fertigstellen. Ja, und damit melden wir uns jetzt das erste Mal in unserem Verein an, in unserem Test, also in meinem Fall jetzt in unserem Testverein. Sie sehen dann automatisch immer sogenannte Update News, das heißt also von Zeit zu Zeit gibt es, das heißt, nicht nur von Zeit zu Zeit, sondern eigentlich im Standard einmal in der Woche gibt es bei uns Updates. Hier werden meistens Funktionen nach Kundenwünschen überarbeitet. Es werden natürlich auch eventuell Fehler beseitigt oder aber es kommen wirklich ganz neue Funktionen hinzu. Aktuell jetzt zum Beispiel Update vom 21.12. Rückläufer können nun die Posten auch über einen eigenen Dialog bearbeitet werden. Die Papier können Buchungslisten hergestellt werden und unter Buchungen Rückläufer können nun weitere Posten zum Rückläufer hinzugefügt werden. Das sind also immer so Sachen, die also hier eben angepasst oder entsprechend erweitert werden. Genau. Hier hat sich dann mein Verein bereits geöffnet auf dem zweiten Bildschirm und damit können wir also beginnen, in unserem Verein, NetXP-Verein, einzurichten. Ja. Wir haben uns als Admin angemeldet. Standardmäßig gibt es im Verein nur einen Admin. Ganz am Schluss innerhalb der Benutzerverwaltung werden wir auch lernen, wie wir mehrere Admins hinzufügen können. Aber jetzt für uns am Anfang gibt es im Verein nur einen Admin und das ist immer der, der sich eben als Admin anmeldet. Der Admin kann mehr als jeder andere. Der Admin sieht alles und kann alles, kann unter anderem auch beispielsweise andere Benutzer anlegen. Ja, später in der Benutzerverwaltung werden wir sehen, wie wir andere Benutzer eben hinzufügen können und die eben mit entsprechenden Rechten ausstatten. Und so viel sei schon mal verraten, wir können Benutzer erstellen, die fast genauso viel können wie der Admin, mit einem einzigen winzigen Unterschied, und zwar können die nur keine anderen Benutzer hinzufügen. Alles andere kann man als Recht den entsprechenden Benutzern zur Verfügung stellen. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Und zwar beginnen wir jetzt am Anfang unter Verein, Vereinsdaten. Das sind eben die allgemeinen Daten, wie ich gerade vorher erwähnt habe, die wir jetzt an der Stelle eben mal ganz kurz erklären. Das gehört zu den Stammdaten. Das bedeutet, dieses Fenster hier, das fülle ich einmal aus und wahrscheinlich nie mehr in meinem ganzen Leben.
werde ich das berühren. Hier trage ich den Vereinsnamen ein. Das ist sehr wichtig, dieser Vereinsname, denn an diesem Vereinsnamen, mit dem werden wir kommunizieren. Das heißt, wenn Sie irgendwann einmal einen NetXP-Verein bestellt haben oder bestellen sollten, dann wird an diesen Vereinsnamen hier eben auch die Rechnung ausgestellt. Als Infofelder können wir hier die Website eines Vereins hinterlegen, das Gründungsdatum oder die Beschreibung eines Vereins. Aber ganz wichtig hier auch einmal zentral die sogenannte Gläubiger-ID. Das bedeutet, zieht Ihr Verein Lastschriften ein, um die Beiträge zum Beispiel der Mitglieder abzurechnen. Dann erhält man von der Bundesbank eben eine Gläubiger-ID. Und diese Gläubiger-ID kann hier zentral hinterlegt werden. Wer das nicht will, hier zentral, man kann diese Gläubiger-ID dann auch später in der Kontenverwaltung bei jedem einzelnen Konto hinzufügen. Hier ist es einfacher, denn hier trägt man einmal die Gläubiger-ID ein und dann ist die einmal im Verein hinterlegt und alle Konten werden standardmäßig mit dieser einen Gläubiger-ID angelegt. Und hier haben wir dann noch zwei weitere Felder. Einmal die Frage, ist der Verein BLSV Mitglied? Das BLSV steht für Bayerischer Landessportverband. Jetzt könnte man sagen, ja, ist klar, die blöden Bayern, NetXP, Firma aus Bayern und hier sind sie wieder Bayern. Das liegt also im ganz einfachen Grund. Und zwar ist die Meldung für den Bayerischen Landessportverband sehr anders als zu allen anderen Sportverbänden. Sehr anders. Und sehr viele unserer Kunden sind natürlich bayerische Sportvereine und die können über NetXP-Verein eben die entsprechende Meldedatei hier anlegen. Und das Nächste, was man hier ausfüllen kann, ist eben, wie gesagt, das, was wir vorher im Einrichtungsassistenten schon ausfüllen konnten. Das ist der e.V. mit Vereinsregisternummer und Antragsort. Ja, ganz einfach. Und das Nächste oben sind dann die Adressen. Und hier können von Ihnen praktisch alle Funktionäre erfasst werden. Das ist einfach nur eine Übersicht, dass sich die Funktionäre gegenseitig wiederfinden können. Das heißt, wir als Firma NetXP haben keinen Zugriff auf die Datenbank. Die Datenbank liegt zwar im Rechenzentrum hier bei uns im Haus, aber wir haben keinen Zugriff auf die Datenbank, weil die in hochverschlüsselter Form nur vorliegt und nur der Verein hat grundsätzlich Zugriff auf die Daten und kann im Supportfall uns die Datenbank eben entsprechend öffnen, damit wir und unsere oder meine Kollegen im Support eben entsprechend auf diese Datenbanken zugreifen können, um ihnen eben bei etwaigen Fragen weiterhelfen zu können. Ja, um eine neue Adresse hier anzulegen, wählt man eben hier Adresse. Dann trägt man ein, wie das ist, also welches Amt der ausübt und dann kann man eben hier den entsprechenden Empfänger eintragen. Sollte es sich bei dem Empfänger um ein Mitglied handeln, kann man hier auf Suchen klicken, müssten aber natürlich die Mitglieder schon vorhanden sein. Ja, und das ist jetzt mal sehr einfach. An der Stelle kann man eben so viele Adressen hinterlegen, wie man will. Das ist, wie gesagt, nur, dass andere Personen, die Zugriff auf diesen NetXP-Verein-Account haben, die Telefon- oder E-Mail-Adresse der Kollegen eben nachschauen können. Das war es mit dem ersten Teil heute. Gibt es dazu noch Fragen?